Wer einen Windows-Computer benutzt, muss sich mit verschiedenen Problemen herumplagen, die andere Plattformen nicht haben. Eines dieser Probleme ist die Installation von Software. Möchte ich bei einem Windows-PC eine zusätzliche Software installieren, dann muss ich erst googeln, wo ich diese Software überhaupt finde. Wenn ich Pech habe, lande ich auf einer Seite wie chip.de, die mir noch einen zusätzlichen Installer andrehen will. Oder ich lande auf einer Seite, die mir Werbesoftware oder Spyware unterschieben will. Und wenn ich ganz viel Glück habe, dann finde ich die richtige Seite der Software. Dann muss ich mit vielen Klicks die Software erstmal runterladen ins Download-Verzeichnis. Dann muss ich warten, bis der Download abgeschlossen ist. Dann muss ich die Software anklicken zum Installieren. Optional kann ich jetzt meinen Download-Ordner wieder aufräumen und die Download-Datei löschen. Oder ich lasse die liegen und dann bin ich fertig. Nee, dann bin ich immer noch nicht fertig, denn ab jetzt bin ich dafür verantwortlich, diese Software auch aktuell zu halten. Beim Browser geht das automatisch, der hat einfach einen Service im Hintergrund laufen, der das für mich erledigt. Manche Software erinnert mich daran, dass es eine neue Version gibt und manche Software macht einfach gar nichts und ich habe eine alte Version im schlimmsten Fall drauf. Es gibt verschiedene Lösungsansätze für dieses Problem. Eine dieser Lösungsansätze ist der Microsoft Store, ein anderer ist Winget. Beide konnten mich aber bisher noch nicht hundertprozentig überzeugen. Deshalb schauen wir uns heute einen anderen Lösungsansatz an, nämlich die Portable Apps Plattform. Los geht's nach dem Intro. Das Problem, das die Portable Apps Plattform lösen soll, das habe ich ja schon mal skizziert im Intro. Wir schauen uns jetzt im Detail an, was ich tun muss, um das Ganze nutzen zu können. Ich bin hier einmal auf der Seite portableapps.com. Ich bin mir fast sicher, dass alle meine Zuschauer schon mal hier auf dieser Webseite waren und die ein oder andere Software genutzt haben. Portable Software hat den Vorteil, dass ich die auf dem USB-Stick zum Beispiel mit mir rumtragen kann und ich kann die auch auf Geräten ausführen, auf denen ich keine Administratorenrechte habe. Genug geredet, gehen wir mal in die Praxisphase. Wir gehen mal hier nach oben und gehen mal hier oben auf die Startseite. Und hier begrüßt mich schon sowas, was aber irgendwie so richtig gar keinen Namen hat. Ja, das hat schon einen Namen, aber wird hier irgendwie nicht so richtig angezeigt. Das ist die Plattform von Portable Apps. Das nennt sich einfach hier oben stets auch nochmal Plattform 19.1. Das ist die Versionsnummer. Wir laden die einfach mal runter. Ich klicke mal hier auf den Download-Button und hier unten nochmal auf den Download-Button. Und hier habe ich halt schon die Nachteile, die ich halt bei der Windows-Installation habe. Ich muss relativ viel klicken. Ich muss was runterladen und kann es jetzt hier einmal ausführen. Wenig überraschend ist das Ganze natürlich auch portabel ausgelegt. Das heißt, das sieht hier zwar aus wie eine Installation, aber tatsächlich wird hier nur was entpackt auf meine Festplatte. Hier wähle ich jetzt einmal neue Installation aus und hier wähle ich einen lokalen Ordner aus. Die Sachen installiere ich jetzt nur für mich. Hier hat man eben verschiedene Möglichkeiten, aber die sollte erstmal immer funktionieren. So, das wurde jetzt in meinen persönlichen Ordner gelegt und ich würde sagen, wir können das Ganze mal ausführen und ich sage auch gleich, der kann automatisch mit Windows starten. Wir schauen uns auch an, warum das durchaus Sinn machen könnte. Hier bekomme ich jetzt einen Changelog, kann mir anschauen, was sich geändert hat, aber das Ganze würde ich jetzt einmal schließen. So, diese Portable Apps Plattform bietet mir jetzt erstmal an, dass ich auch Software herunterladen kann. Gut, klar, das wollen wir natürlich tun. Aber ich nehme jetzt einfach mal nur eine Software, damit wir nachher noch ein bisschen sehen können, wie das Ganze im Detail funktioniert. Ich wähle hier einen Texteditor aus, Notepad++. Ihr könnt jetzt auch mehrere Sachen auswählen. Vielleicht ist die ein oder andere Software, die man hier findet, für euch schon bekannt, zum Beispiel IrfanView. So, hier klicke ich mal weiter. Und was dann passiert, ist im Prinzip das, was passieren würde, wenn ich auf einem Android-Telefon oder im App Store bei Apple eine App installieren möchte. Die Portable Apps Plattform baut eine Verbindung auf und lädt sich die Software runter. Hier muss ich jetzt zum Beispiel noch dem Lizenzabkommen zustimmen, alles andere passiert dann aber im Hintergrund. So, jetzt habe ich schon zwei Programme installiert und wir gucken mal, wie wir das ausführen können. Die Portable Apps Plattform installiert mir jetzt hier so ein zweites Startmenü dazu. Das ist eine ganz witzige Idee, wie ich finde. Das kannte ich bisher auch noch überhaupt nicht. Die Software, die ich jetzt installiert habe, die finde ich natürlich hier. Ich habe sogar hier eine Suche, mit der ich nach meiner installierten Software suchen kann. Was ist jetzt im Hintergrund aber tatsächlich passiert? Das kann ich sehen, wenn ich auf meinen Benutzerordner im Betriebssystem gehe. Dort ist zum einen hier ein neuer Ordner entstanden, der nennt sich Portable Apps. Und eine zweite Exe-Datei, die einfach nur diese Plattform startet.
Wenn ich jetzt hier in die Portable Apps gehe, sehe ich, was ich alles installiert habe. Die beiden Programme sind installiert und hier unter Portable Apps finde ich eben genau dieses Programm. Also die Plattform. Ja, warum soll ich das jetzt nutzen? Ich gehe jetzt einfach mal die Vorteile durch. Ein Vorteil ist, dass alle meine Programme hier gesammelt abliegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Backup von diesem Ordner mache, habe ich nicht nur die Programme gesichert, sondern auch die Einstellungen, die ich halt in den Programmen benutzt habe. Habe ich also Datenverlust und muss mein Betriebssystem neu aufsetzen und würde diesen Ordner wiederherstellen, habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich habe sowohl meine Programme wieder installiert und gleichzeitig sind auch die Einstellungen wiederhergestellt. Das ist ziemlich komfortabel. Ein anderer Vorteil, den haben wir ja schon gesehen. Wenn ich jetzt die Portable Apps Plattform hier öffne, kann ich einen Rechtsklick machen und kann hier sagen, weitere Anwendungen installieren. Das hat den charmanten Vorteil, dass ich eben nicht auf eine Website gehen muss und hier irgendwie Spyware untergeschoben bekomme, sondern ich bekomme einfach eine Liste hier aufgelistet und hier kann ich ganz einfach installieren, welche Programme für mich jetzt interessant sind. Ich würde es auch tatsächlich mal machen, mache jetzt mal irgendein Programm, CarCleaner und KeyPassXC zum Beispiel. CarCleaner kenne ich gar nicht. Über CCleaner habe ich ja mal geschimpft, habe mir viele neue Freunde eingetreten gehabt damit. Schauen wir uns mal den CarCleaner an. Das ist halt noch so ein bisschen der Nachteil. Hin und wieder muss ich hier nochmal einen Lizenzvertrag annehmen. Das ist wahrscheinlich so eine rechtliche Geschichte. Ja, aber so ganz silent ist da die Installation halt eben nicht. So, automatisch wird das natürlich hier gleich eingefügt. Ich gehe mal auf diesen CarCleaner. Gut, ich glaube, das könnte jetzt nochmal Thema für ein völlig anderes Video sein. Naja, okay, also den machen wir mal wieder zu und schauen uns das Ganze hier an. Also, ich habe jetzt eine Art App Store, von dem ich auch Programme installieren kann. Hier gibt es sogar den Punkt Sichern. Also, ich kann das Ganze auch sichern. Würde ich jetzt nicht empfehlen, hierüber zu machen, weil ich kann ja einfach hier den Ordner sichern. Und wenn ich ein Sicherungsprogramm verwende, dann schaue ich einfach danach, dass dieser Ordner mitgesichert wird und damit ist das abgefrühstückt. Ich könnte jetzt sogar so weit gehen und sagen, naja, dann tue ich mir die Programme doch irgendwie noch synchronisieren mit OneDrive oder Google Drive. Die bieten ja auch eine Option, zusätzliche Ordner dazu zu nehmen. Und wenn ich jetzt drei PCs habe, dann kann ich auf jedem der PCs sofort diese Programme nutzen und habe überall die gleichen Konfigurationsdateien. Ein weiterer Vorteil von einem App Store ist natürlich, dass die Programme automatisch aktuell gehalten werden. Und wie das hier geht, können wir uns auch mal anschauen. Dazu gehe ich mal hier auf die Optionen. Und jetzt muss ich mal gucken, hier oben gibt es den Updater. Und der führt sich halt einmal aus, wenn man diesen Plattform-Launcher hier startet. Das heißt, ich kann sicher sein, wenn es eine neue Version gibt, werde ich entweder darüber informiert oder die Installation startet direkt. Ich kann das Ganze auch manuell machen, indem ich hier einen Rechtsklick mache und bei Anwendungen auf Nach Aktualisieren suchen klicke. Bei mir ist alles aktuell, nichts zu meckern. Kommen wir jetzt aber zu den Nachteilen dieses Launchers. Offensichtlich habe ich hier ein zweites Startmenü. Das ist nicht unbedingt so komfortabel. Natürlich kann ich die ganzen Apps, könnte ich natürlich hier jetzt auch jederzeit hier anpinnen und könnte die genauso nutzen, als wären die auf Windows installiert. Problem ist aber, wenn ich jetzt hier nicht regelmäßig nach Updates suche, beziehungsweise hier diese Plattform starte, wird halt nicht nach Updates der Apps gesucht. Man kann den einfach im Hintergrund mitstarten lassen und einfach gar nicht benutzen, das wäre natürlich auch eine Option. Hauptsache, es wird einmal nach Updates gesucht. Weiterer Nachteil ist natürlich, dass ich hier nur eine sehr eingeschränkte App-Auswahl habe. Das sind, wenn ich es richtig weiß, auch nur Open-Source-Programme. Der ein oder andere sieht das vielleicht als Vorteil. Ist natürlich auch, ja, ein Argument, dass man nur Open-Source verwendet. Aber man hat halt nicht alle Programme integriert und muss vielleicht doch das ein oder andere noch über andere Wege installieren. Also bei Windows wird man am Ende nie den vollen Komfort eines App-Stores haben. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Wenn dir noch mehr Vor- und Nachteile dieses Plattform-Launchers einfallen, schreib mir das doch mal in die Kommentare. Im Outro blende ich euch jetzt noch ein paar Videos zum Thema Winget ein und zum Microsoft Store. Die beiden Programme wären theoretisch in der Lage, einen App Store abzubilden. Wie gut und schlecht das funktioniert, seht ihr dann in diesen Videos.